Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Diskflüsterer. Ich bin Dennis und hier dreht sich alles um Filme in der bestmöglichen Qualität. Wir machen heute weiter mit dem dritten Schwarz-Weiß-Film in UHD. Diesmal ist es ein Klassiker des Horrorfilms und darf als einer der wichtigsten Werke seines Genres betrachtet werden. Es geht um den Film Die Nacht der lebenden Toten von Regielegende George A. Romero aus dem Jahre 1968. Ein Zombie-Film, der uns nicht nur die menschenfressenden Untoten auf die Bildschirme brachten, sondern es ist ein Film, in dem sich auch eine gute Gesellschaftskritik versteckt. Die Spannung und das Feeling sind nach wie vor großartig und zeitlos. Lange war der Film völlig unnötigerweise auf dem Index, da man diesen Streifen mit Tom Savinis Remake verwechselte. Nun wurde der Kultfilm endlich im Jahre 2020 wieder von der Liste freigegeben und wurde letztes Jahr von Studio Canal in unterschiedlichen Versionen auf Blu-ray und UHD veröffentlicht. Doch was dieser Streifen in Schwarz-Weiß so alles kann und ob sich das Upgrade in 4K lohnt, das erfahrt ihr wie immer hier. Wenn ihr Filme in dem 4K-Format sammelt oder einfach diesen Content mögt, dann würde ich mich über eure Unterstützung in Form eines Abos und einem Like sehr freuen. Starten wir mit der Bildqualität. Was kann die Nacht der lebenden Toten in 4K? Der Film wurde seinerzeit auf eine Arriflex 35 auf 35mm Film gedreht. Bereits im Jahre 2016 wurde ein 4K-Scan von dem Original Kameranegativ, von der Film Foundation und dem Museum of Modern Art durchgeführt. Dieses Remaster wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur George A. Romero selbst gemacht. Es ist auch dieses Remaster, welches das Label Criterion Collection für seinen Release bereits nutzte. Nun endlich kommen wir in Deutschland in den Genuss dieses 4K-Remasters. Und was kann ich sagen? Das Bild sieht für den alten Film fantastisch aus. Natürlich haben wir ein Filmkorn, welches nun sehr fein und gut strukturiert daherkommt. Im Vergleich zu meiner alten 1080p-Scheibe besteht ein gewaltiger Unterschied in Sachen Bildqualität. Auch wurde das Bild sehr schön und aufwendig von Schmutzpartikeln und Kratzern restauriert. Die Schärfe ist um Welten besser. Endlich können wir viel mehr Details an den Gesichtern oder an Gegenständen bzw. an der Kleidung erkennen. Für mich war es so, als ob ich den Film zum ersten Mal richtig sehen würde. Das 4K-Bild sieht wunderbar aus und stellt ganz klar alles in den Schatten, was wir vorher zu sehen bekamen. Wie sieht es denn mit dem Farbraum aus? Nun, für dieses Remaster erfolgte keine Anwendung von HDR oder gar Dolby Vision. Somit wird das Bild weiterhin in SDR gezeigt. Aber aufgrund des neuen Scans vom Kameranegativ wirkt der Farbraum aber nochmal stimmiger. Die alte Blu-ray war oft von den Highlights im Bild viel zu hell und die Abstufung insgesamt zu verwaschen und unsauber. Hier muss ich jedoch noch ganz klar betonen, dass die neue 1080p Blu-ray, welche auch auf dem 4K Remaster beruht, genauso gut aussieht. Es besteht kein Unterschied hier. Natürlich gibt es mal wieder Beispiele von mir. Im ersten 4K-Screenshot könnt ihr den Charakter Johnny auf dem Friedhof sehen. Sofort fällt einem dieses wundervolle Filmkorn auf. Es wirkt feiner und angenehmer, auch kommen viel mehr Details an seiner Krawatte oder an den Ästen des Nadelbaums hervor. Im Vergleich dazu sieht das Bild der alten 1080p-Scheibe grauenhaft aus. Man sieht regelrecht, wie auch das Korn teilweise rausgefiltert wurde und somit zeitweise sehr glatt wirkt. Auch die genannten Details gehen im Bild verloren und es sieht sehr unscharf aus. Im direkten Vergleich fällt es wie Tag und Nacht auf. Im zweiten 4K-Screenshot könnt ihr den Charakter Judy in der Nahaufnahme sehen. Mal wieder offenbart das 4K-Remaster die großartige Körnung sowie Details im Gesicht. Allein wie scharf und knackig die Haare abgebildet werden, sehen toll aus. Auch der Kontrast wirkt dynamischer und stimmiger. Im Vergleich mal wieder das alte 1080p-Bild. Ich denke, es sagt alles aus. Es ist schon Wahnsinn, wie schlecht die alte Blu-ray wirkt. Unscharf, soft und das Bild überstrahlt zu sehr. Ich ziehe ganz klar das 4K-Bild hier vor. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Nacht der lebenden Toten noch nie besser aussah. Zwar ist es schade, dass kein HDR-Mastering vorgenommen wurde, denn es hätte noch knackiger und dynamischer wirken können. Aber die Entscheidung des Regisseurs von 2016, seinen Film in SDR zu lassen, muss man natürlich respektieren. Es ist wichtig, dass seine Version des Films hier umgesetzt wurde. Ich gebe dem Bild 8 von 10 möglichen Punkten, denn das restaurierte Bild weiß zu begeistern. Auch, dass mal wieder eine 100 GB Disk verwendet wurde, sorgt dafür, dass wir eine sehr gute Bitrate erhalten. Allerdings muss ich auch betonen, dass aufgrund des fehlenden HDR der Unterschied zwischen UHD und der 1080p Blu-ray nicht auffällt. Denn die neue Full-HD-Scheibe sieht genauso brillant aus. Für mich liegen beide Formate auf einem Level. Kommen wir nun zum Ton. Für den O-Ton sowie für den deutschen Ton erhalten wir jeweils eine PCM-Monospur. Diese klingt für die damalige Zeit aber sehr gut. Sie wurde sehr schön restauriert und lassen vor allem die Dialoge in beiden Sprachen sehr klar und deutlich erklingen. Auch das bekannte Zischen und Rauschen im Hintergrund wurde gut getilgt.
Im Vergleich dazu hörte sich die alte Blu-ray viel zu dumpf und dünn an und macht überhaupt keinen Spaß. Natürlich gibt es hier keine besondere Dynamik oder Bässe zu hören, aber die PCM-Spuren klingen einfach angenehmer und ein wenig offener als die alten Audiospuren. Beim deutschen Ton handelt es sich um die originale Kinosynchro und wurde hier nicht neu vertont. Allerdings gibt es auch ein paar Stellen beim deutschen Ton, in denen der O-Ton mit Untertitel abgespielt wird. Es gibt mal wieder eine Kleinigkeit, die mich als Englischgucker dann doch sehr stört. Denn genau wie bei Reservoir Dogs hat auch hier Studiokanal keine englischen Untertitel mit draufgepackt. Allerdings steht auf der Verpackung mit drauf, dass es englische Untertitel geben soll. Das ist für mich dann doch sehr ärgerlich und so gibt es einen Punkt Abzug. Ich gebe den Ton in beiden Sprachen hier 7 von 10 möglichen Punkten, denn es gibt nochmal ein schönes Upgrade im Vergleich zur alten Blu-ray. Jedoch die fehlenden Untertitel trüben die Gesamtwertung ein wenig. Machen wir weiter mit dem Bonusmaterial und hier hat Studiokanal eine extra Blu-ray mit dazugepackt. Dort findet ihr 9 Featurettes mit Behind-the-Scenes, Interviews sowie Dokumentation. Es wird einem als Fan also eine ganze Bandbreite an coolen Einblicken zur Entstehung des Films geboten. Ganz spannend ist auch die Doku Light of the Darkness. Hier werden die Einflüsse und die Bedeutung von George A. Romero von unterschiedlichen Filmemachern beleuchtet. So kommen Robert Rodriguez, Frank Darabont und Guillermo del Toro zu Wort. Auf der 4K-Disc befindet sich dann noch eine Doku Raising the Dead sogar nativ in 4K vor und konzentriert sich vor allem auf die Arbeit von George A. Romero als Filmemacher selbst. Als Fan wird hier also eine ganze Bandbreite geboten und kommt mit knapp 3 Stunden Bonusmaterial voll auf seine Kosten. Ich gebe den Extras auch 10 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir nun zur Verpackung und ihr könnt hier die Steelbook-Version von Studiokanal sehen. Auf dem Frontcover sehen wir Barbara, wie sie von mehreren Händen der Untoten angegriffen wird. Das Cover hat sogar einen glänzenden Effekt zu bieten. Der Druck sieht insgesamt hochwertig aus und die Entscheidung, das Frontcover clean zu halten, ist mal was anderes und deswegen gefällt es mir sehr gut. Auf der Rückseite sehen wir dann das bekannte Zitat, welches ihr Bruder Johnny am Anfang des Films zu ihr spricht. They are coming to get you, Barbara. In dem Schriftzug sehen wir dann die Untoten abgebildet. Der Rest ist ganz in Schwarz gehalten. Diese Designentscheidung gefällt mir aber nicht. Mir wäre es lieber gewesen, das Zitat in Schwarz zu zeigen und im Hintergrund die Untoten abzubilden. Auf der J-Card sehen wir dann noch alle technischen Infos zum Film sowie die Auflistung des Bonusmaterials. Im Innern sehen wir die insgesamt 3 bedruckten Scheiben, welche 3 unterschiedliche Artworks zeigen und insgesamt sehr gut auf das generelle Design abgestimmt wurden. Ich gebe der Verpackung insgesamt 9 von 10 möglichen Punkten. Das Design an sich gefällt mir gut, aber die langweilige Rückseite stört mich dann doch etwas. Nun, die Nacht der lebenden Toten ist und bleibt ein zeitloser Klassiker des Horrorgenres. Endlich kommen wir in Deutschland in den Genuss des neuen 4K Remasters. Ich gebe dieser tollen Veröffentlichung auch 8 von 10 möglichen Punkten, denn das Beste, was möglich war, hat man hier rausgeholt. Jetzt kommt ein großes Aber, denn aufgrund des fehlenden HDRs lohnt sich die 4K-Scheibe nicht. Denn meine Punktzahl gilt genauso wie für die neue 1080p Blu-ray. Sie liegen hier wirklich auf einem Level. Ja, das Filmkorn wirkt in UHD noch ein bisschen feiner, aber wenn ihr jetzt keine mega große Leinwand besitzt, dann fällt der Unterschied einfach nicht auf. Aus dem Grund empfehle ich euch die neue 1080p Scheibe. Sie ist viel günstiger und ihr bekommt auch das neue überarbeitete Bild, die PCM-Spuren sowie das großartige Bonusmaterial. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass es den Film endlich in Deutschland in guter Qualität zu kaufen gibt. Nun seid ihr mal wieder gefragt, was denkt ihr eigentlich zu dem Film? Mögt ihr ihn und was ist eigentlich euer Lieblings-Zombie-Film? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr coole Videos zu 4K-Veröffentlichungen sehen möchtet, dann klickt doch gerne auf meine Kritik von letzter Woche. Da habe ich über das 7. Siegel gesprochen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.